Ja, meine Damen und Herren, Kritik des Neozentrismus, Demenz, Identität, Leibgedächtnis, so der Titel des heutigen Vortrags. Ich habe vier Fragen, die ich von vorne nach hinten mit Ihnen zusammen durchgehen möchte, stellen möchte. Was sind demenzielle Erkrankungen? Das mache ich ganz kurz. Wir haben ja eben die Expertinnen auch heute hier. Dann, was meint Neozentrismus, ganz zentral für den Vortrag? Drittens, wie erfahren Betroffene Gedächtnisverluste? Und schließlich, wie Gedächtnisverluste, wenn man sie dann so bezeichnen möchte, therapieren. Und damit komme ich zur ersten Frage. Zu Beginn gehe ich ein bisschen schneller durch, weil es einfach auch einige Gedanken sind, mit denen Sie vertrauter sind. Im zweiten Teil, wo das Ganze dann ein bisschen philosophischer wird, wird es dann ein bisschen langsamer. Und am Ende werde ich dann auch wieder ein bisschen schneller, weil da einfach wir mit Beispielen arbeiten. Also zum Ende werde ich drei Beispiele geben für das, was ich dann Leibgedächtnis nenne, was eben auch innerhalb der phänologischen Psychopathologie vielen vertraut sein wird. Und natürlich wäre es auch großartig, entweder schon vertraut ist für andere aus anderen Feldern oder die heute die Chance haben, das heute neu kennenzulernen, was sich darunter verbirgt. Zunächst mal, was sind demenzielle Erkrankungen? Und da spricht man zunächst erstmal von einem Syndrom. Ganz allgemein betrachtet handelt es sich ja bei demenziellen Erkrankungen oder bei Demenz um einen Umbrella-Term. Das sind also eine ganze Fülle unterschiedlicher Krankheiten mit unterschiedlichen Kausalitäten. Und in Klammern habe ich Ihnen hier mal Alzheimer-Demenz markiert, ungefähr zwei Drittel, aber das sind Schätzwerte. Zunächst, wie kann man sie charakterisieren, demenzielle Erkrankungen? Primär altersbezogen, chronisch, progredierend, irreversibel. Also es gibt keine pharmakologische Therapie, die gezielt die Ursachen therapieren würde für demenzielle Erkrankungen. Und hier habe ich Ihnen einfach mal eine globale Definition für demenzielle Erkrankungen mitgebracht. Hier ist eben die Rede von einer Störung vieler höherer kortikaler Funktionen, einschließlich Gedächtnis, Denken, Rechnen, Orientierung, Auffassung, Sprache, Lernfähigkeit und Urteilsvermögen. Wie Sie sehen, sehr umfänglich. Wir haben es also zu tun mit einem komplexen Syndrom, mit zahlreichen assoziierten Psychopathologien, Depressionen, Angststörungen, Halluzinationen und viele andere mehr, teilweise auch ganz unterschiedlich nach individuellem Verlauf, aber eben auch nach Form der demenziellen Erkrankung. Also Alzheimer-Demenz hat da andere Nebenwirkungen als eine Lewy-Körperchen-Demenz oder ausgehend von einer Parkinson-Erkrankung. Ein paar Zahlen und Fakten, ganz knapp, also momentan zumindest Schätzungen nach WHO, sind 50 Millionen weltweit betroffen, 1,6 Millionen in Deutschland und die Tendenz ist steigend, was zumindest weltweit, was natürlich mit der Altersbezogenheit dieser Erkrankung zu tun hat, umso mehr Menschen 65 plus sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eben auch demenzielle Erkrankungen vorliegen. Und es sind eben nicht nur die Personen selbst direkt betroffen, die erkrankt sind, sondern eben auch indirekte Betroffene, also Familie, Freunde, Angehörige, Ärztinnen, Pflegende, Therapierende, aber dann letzten Endes auch wir als Gesamtgesellschaft. Und ich nehme an, das ist Ihnen alles so klar. Ich weiß aber nicht, ob das politisch unbedingt schon realisiert ist, dass es sich eben bei demenziellen Erkrankungen um eine der zentralen gesellschaftspolitischen Herausforderungen von Gegenwart und Zukunft handeln wird. Und das gilt nicht nur quantitativ, also wenn man jetzt auf die reinen Kosten schauen würde zum Beispiel, sondern auch qualitativ. Und dazu würde ich heute ein paar Worte sagen. Was ich aber auf jeden Fall beobachte oder was Sie sicherlich auch beobachtet haben, dass demenzielle Erkrankungen wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, blickt man nun entweder in die mediale, in das mediale Angebot, was uns so zur Verfügung steht, oder aber bei Unterhaltung mit Freunden oder auf Zugfahrten mit Wildfremden. Da kennt eigentlich jeder jemanden, der jemanden kennt, der mit einer demenziellen Erkrankung Erfahrung gemacht hat. Bei mir ist es ganz genauso, auch innerhalb der Familie. Nun komme ich so ein bisschen, schwanke ich so ein bisschen zu dem, man könnte sagen, philosophischen Vorwort zum Thema Nemozentrismus, indem ich auf das dominierende Forschungsparadigma der Demenzforschung schaue. Und das hat eben seinen Ausgangspunkt im 17. und 18. Jahrhundert. Schon da sprach man eben von einer Demenz. Und da sehen Sie schon am Wort selbst, das ist defizitorientiert. Das D negiert einfach das Wort Mens, also Verstand, Vernunft.
Und das finden Sie also zum Beispiel im Klassifikationssystem ICD-10. Dann ist das Forschungsparadigma zu charakterisieren als naturalistisch. Man spricht ja eben von neurodegenerativ und damit eben sind die neuronalen oder dann genauer betrachtet biochemischen Prozesse gemeint, die dort stattfinden. Und man hat es zu tun mit einem Zerebrozentrismus, also man fokussiert primär auf das Gehirn. A syndrome due to the disease of the brain, wenn man nochmal in den ICD-10 guckt. Und schließlich, jetzt langsam sich der philosophischen Debatte annähernd, muss man auch feststellen, das ist ein kognitivistisches Forschungsparadigma. Insbesondere die neuropsychologischen Ansätze schauen eben auf die Korrelation oder dann die, versuchen sie zumindest die Kausation zwischen materieller Grundlage und psychischer Wahrnehmung ja, sozusagen zu durchdringen mit den Mitteln der Forschung. Und es ist ein klarer Fokus auf kognitive Prozesse. Und ja, man mag fragen, ja, was gibt es denn sonst noch neben Kognition, die Evolution und Emotion? Die relativ, ich möchte sagen, marginalisiert sind in der Demenzforschung. Ein kurzes Zwischenfazit. Ich lese es mal vor. Wir haben es zu tun mit einem defizitorientierten Naturalismus, der sich als zerebrozentrischer Kognitivismus spezifizieren lässt. Der bildet also den Hintergrund für den Nemozentrismus. Das werde ich jetzt gleich erläutern. Und insbesondere bei Alzheimer-Demenz ist das der Fall. Und dazu werde ich gleich auch einleitend ein paar Worte sagen. Der heutige Vortrag konzentriert sich nämlich auf Alzheimer-Demenz. Zweite Frage. Was meint also Nemozentrismus oder was verstehe ich unter Nemozentrismus? Und dazu habe ich Ihnen mal zwei Impressionen mitgebracht, damit Sie sich ein bisschen dem annähern können oder wir gemeinsam. Das erste Zitat ist von Richard Taylor. Einige von Ihnen werden das kennen. Ich lese es nochmal laut vor. Danach ist es dann das aber gleich mit den Zitaten. I think that for most people, Alzheimer's disease means certain death before your natural time, preceded by a period of time during which you have been stripped of your personality and your memories, and you have become someone you cannot imagine. You have no dignity and no sense of self, and eventually you just sit around waiting for your body to forget how to keep itself alive. Also nochmal betonen, Richard Taylor beschreibt hier die Art und Weise, wie er glaubt, dass dementielle Erkrankungen, insbesondere Alzheimer-Demenz, wahrgenommen wird in großen Teilen der Bevölkerung. Das sagt er 2007. Und jetzt schon interessanter und einschlägiger für die These, die ich gleich näher erläutere. Der verbindet nämlich schon stärker Gedächtnis und Alzheimer-Demenz. The etiological scenario follows a familiar script. Ja, das auch hier beschreibt er. Wie es aber dann auch insbesondere in der Wissenschaft auch gemeint ist oder in der wissenschaftlichen Interpretation der Forschung. The focus on dementia as a memory disorder and on AD, also Alzheimer-Demenz, as an eventually fatal memory degeneration, implies that in losing their capability of autobiographical remembering, people also lose the sense of their being in time, that is, the sense of autobiographical time. Und nun geht's noch weiter. Ultimately, therefore, they lose the sense of self and identity, if not the right to full personhood. Also Jens Brockmeier hat das sehr umfänglich auch rekonstruiert, Beyond the Archive, seine Monographie zu diesem Thema und eben auf diesen Diskurs, auf diese Verbindung von Gedächtnis und dementiellen Erkrankungen in einem Paper angewendet, was ich Ihnen hier empfehlen kann. Also er sondiert hier diesen Diskurs aus unterschiedlichster Perspektive, kommt auch auf sehr interessante Ergebnisse der Neurowissenschaften zu sprechen, um sozusagen auch ein Gesamtbild abzugeben und nicht nur einfach zu kritisieren. Also das kann ich Ihnen anempfehlen. Und wenn Sie die Frage haben und es nicht finden, dann sprechen Sie mich gerne an. Und jetzt möchte ich mit Ihnen gemeinsam rekonstruieren, was denn Nemozentrismus meint, wie ich ihn hier heute bespreche. Der erste Schritt, Verzeihung, ist zunächst die nemozentrische Verengung des Syndroms. Also insgesamt eine pauschale Verallgemeinerung
oder Reduktion demenzieller Erkrankungen auf Gedächtnisverlust. Ich will gar nicht behaupten, ich habe jetzt hier mal den ICD-10 wieder genommen, weil es eben so eine einschlägige Referenz ist, dass es hier auch darum geht, das nur darauf zu reduzieren, aber das Syndrom wird nicht darauf reduziert, aber es ist eine Tendenz da, Memory Impairment als das Principal Feature, habe ich hier mal rausgenommen, zu interpretieren. Ne? Also dass es das im Wesen ist. Also das ist eigentlich schon eine Interpretation des Syndroms. Und dann haben wir zweitens eine kognitivistische Verengung des Gedächtnisses. Also einerseits das Syndrom wird auf Gedächtnis verengt und jetzt wird Gedächtnis auf kognitivistische Ansätze verengt. Und da haben wir einerseits, insbesondere in den Kognitionswissenschaften, die Metaphorik aus komputationaler oder informatischer, sagen wir mal Bildwelt, also das Gedächtnis wird dann als Speicher oder als Archiv metaphorisch dargestellt. Und das führt eben, das führt zu einer Vereinfachung des Konzepts vom Gedächtnis, indem es eben wie eine Art Speicher ist. Man könnte auch sagen, eine genuin zeitliche Kategorie wird durch Metaphern auf eine räumliche verlegt und auch vereinfacht im schlechten Sinne. Und dann komme ich so langsam auch rüber in die philosophische Wahrnehmung des Ganzen. Wir haben hier ein Handbuch, was ich zitiere, von Sven Daneker und Michaelian, 2017 erschienen, Handbook of the Philosophy of Memory. Und da geht es eben, erster Satz, Memory is a fundamental cognitive capacity. Zum Ende der Einleitung gestehen die Autoren dann auch zu, dass es auch etwas mit dem Körper zu tun hat, also dass es auch verkörperte Formen des Gedächtnisses zu tun haben. Aber in den 450 Seiten findet sich dazu dann eben nicht viel. Gedächtnis wird hier fundamental als kognitive Fähigkeit verstanden und das werde ich gleich umfänglich ausführen. Damit haben wir zwei Schritte gemacht, das ist der dritte. Die sehr, sehr starke Interpretation, indem man dann sagt, oder indem man zunächst Gedächtnis, Identität und Personalität verknüpft und anhand einer gewissen Tradition durchinterpretiert. Und da habe ich Ihnen jetzt mal die Position mitgebracht, auf die oft Bezug genommen wird. Viele werden das vielleicht auch aus dem Talk von Christian Teves kennen, der dazu sehr aufschlussreiche Arbeiten geschrieben hat. Da ist eben die Frage, was macht eine Person zu einer identischen Person im Verlauf der Zeit? Und John Locke hat eine maßgebliche Antwort geliefert, die hatte eigentlich drei Teile. Einerseits sagt Locke, okay, das ist die physische Konstanz des Organismus. Das zweite ist dann das reflexive Vermögen, sich auf die bereits erlebten Erinnerungen zu beziehen und auch derartig in die Zukunft zu schauen. Also das reflexive Vermögen, das reflexive Selbstbewusstsein des Erinnerns, das stiftet eine Art diachrone Identität. Und der dritte Aspekt ist dann eben die eher juristische Konnotation des Ganzen, die da auch noch mit dranhängt. Also die Frage ist nämlich, wie können wir gleich vor dem Gesetz sein? Wie können wir Gleichheit, also die philosophische Frage dahinter, wie können wir Gleichheit vor dem Gesetz garantieren? Das geht nur, wenn die Grundlagen der Personalität gleiche sind und für alle Individuen gelten. Also eine sehr eine fundamentale Absicht, die etwas gemacht hat an dem Menschenbild, das uns heutzutage auch auszeichnet, aber eine Schwierigkeit, wenn es darum geht, den Status von Personalität bei Personen mit Demenz zu diskutieren. Und das sieht nämlich dann so aus, dass eben wie auch in den Zitaten, die ich auch schon mitgebracht hatte, Demenz als Memory Killer konzeptualisiert wird und dadurch eben zu einem Identitätskiller wird. Ne? Das ist sozusagen der letzte Schritt. Demenz ist ein Gedächtnisverlust. Gedächtnisverlust wird reduziert auf reflexive Vermögen des Gedächtnisses, das reflexive sich beziehen auf seine eigene Geschichte. Also das macht unsere Identität aus. Schluss, wir verlieren unsere Erinnerung, also verlieren wir unsere Identität. Die Aufgabe lautet ganz sinngemäß oder auch
schlicht und einfach, den Kognitivismus zu überwinden und das natürliche Gegenstück zu ergänzen. Das ist natürlich Philosophie, historisch oder auch konzeptuell keine leichte Aufgabe, aber ich denke, jetzt in der zweiten Hälfte des Vortrags wird ganz anschaulich werden, dass es da schon einiges an Forschung, an interessanten Angeboten zu gibt. Und ich habe ja gesagt, es geht darum, das natürliche Gegenstück zu ergänzen. Und was heißt das denn einmal so schematisch durchdekliniert? Zum reflexiven Vermögen müssen wir das präreflexive ergänzen. Zum verbalen, die nonverbale Seite, zum aktuellen, also dem jetzt gerade Empfinden meiner Erfahrung, das Habituelle, zum episodischen, das Prozedurale, zum Individuellen, das Kollektive. Und man könnte die Liste noch etwas fortsetzen, dann hier zum Beispiel auch zum Zerebralen, also zum auf das Gehirn fokussierten, die verkörperte Art und Weise. Und ich werde mich jetzt im ganzen Rest des Vortrags vor allem auf diese rechte Seite eben konzentrieren, weil das die Idee ist, das Gegenstück zu ergänzen. Bevor ich das tue, stelle ich mir zunächst trotzdem die Frage, wie Betroffene Gedächtnisverluste zu erfahren, um einfach auch die Vielfalt innerhalb dieser Erfahrung nochmal herauszustellen. Ne? Weil es ja nicht nur darum geht, den Nemozentrismus in der Hinsicht zu korrigieren, zu sagen, okay, dementielle Erkrankungen haben nicht nur was mit Gedächtnisverlusten zu tun, sondern Gedächtnisverlust auch vielschichtig zu zeigen, die Diversität, was es eigentlich heißt, mit Gedächtnisverlusten zu leben. Und wie es ist, das zu erleben. Und das ist die dritte Frage. Wie erfahren Betroffene Gedächtnisverluste? Und es geht sofort los. Interessanterweise erfahren wir und Betroffene das natürlich an den Folgen. Ganz vereinfacht hier mal die Einleitung, der Überblick. Zunächst die verminderte Alltagskompetenz. Also schon solche Aufgaben wie das Planen und Organisieren von Finanzen, Verträgen, von Urlaub, also Tätigkeiten, die ein sehr abstraktes, konzeptuelles Denken bedürfen, werden zunehmend schwieriger und im weiteren Verlauf werden dann natürlich auch tägliche Aufgaben zunehmend schwierig. Also ich habe hier ein paar Beispiele gewählt, also das Anziehen, Kochen, Essen, das ist dann schon ein weiterer Fortschritt, aber es ist eben typischerweise der Fall, dass dabei dann Unterstützung benötigt wird. Ich sage nicht, dass das so sein muss, aber typischerweise gehen zunehmend Konflikte mit dieser Erkrankung einher. Zunächst besteht ja, wenn die Symptome früh erfahren werden, eine erhebliche Verunsicherung. Und eventuell auch der Impuls ist zu verdrängen, weil man vielleicht auch nicht in einem Umfeld zu Hause ist, was sozusagen offen für psychische Erkrankung ist und das Kommunizieren darüber. Die Liste ließe sich hier jetzt fortsetzen, typischerweise ein hohes Maß an Frustration, entweder weil eigene Fertigkeiten nicht mehr so abgerufen werden können. Ich kann mich einfach dann nicht mehr daran erinnern, wo ich etwas verlegt habe. Und ärgere mich einfach darüber, ich empfinde Wut, bis hin zur Verzweiflung. Ne? Wenn ich merke, dass ich einfach mich als einen anderen Menschen erlebe im Alltag, als der ich meine gewesen zu sein, dann kann das durchaus Verzweiflung in mir hervorrufen und existenzielle Gefühle auslösen. Worauf ich nur hier hinweisen möchte, dass durch dieses Krankheitsbild auch das Risiko für verbale und physische Gewalt erhöht wird, dass wahrscheinlich, darf man das so sagen, ein marginalisierter Forschungsgegenstand. Aber ich würde sagen, für die Menschen, die betroffen sind, auch innerhalb ihres sozialen Umfeldes, ein sehr, sehr relevanter Punkt. Bis hin, und das erleben wir, denke ich, da sind wir mittendrin, also mit den eher allgemeinen Konsequenzen, die mit demenziellen Erkrankungen immer noch verbunden sind. Soziale Isolierung, Stigmatisierung bis hin zur Depersonalisierung. Da arbeiten wir gegen an, aber nichtsdestotrotz im Alltag lässt sich nicht ausschließen, dass genau das stattfindet und eben den Verlauf einfach noch verschlechtert. Ne? Wenn ich alleine bin, wenig Austausch habe, weniger als ich mir das vielleicht wünsche, dann bin ich einfach weniger eingebunden und das ist sozusagen ein Schneeballprinzip.
ein Teufelskreis, wenn man so möchte. Wenn wir jetzt mal ein bisschen mehr die Begriffe auch nutzen, die in der Psychologie vor allem genutzt werden, da ist ja die Rede vom Arbeitsgedächtnis, also das, was ich brauche, um oder das, was Sie jetzt gerade brauchen, um mir zu folgen, also Informationen permanent abrufbar zu halten, während ein Sinnzusammenhang besprochen wird. Da kommt es zu einer deutlichen Verschlechterung und dadurch wird natürlich Konversation oder auch allgemeiner die Interaktion wird verschlechtert oder kann schlechter aufrechterhalten werden. Also einfach das gemeinsame Aufrechterhalten von Sinnzusammenhängen wird eine größere Herausforderung, um es vielleicht mal positiver zu formulieren. Beim Kurzzeitgedächtnis klagen Betroffene oder auch Angehörige eben typischerweise vom Suchen und Vergessen. Das kann tatsächlich auch Alltagsabläufe dominieren, wenn eine Person das sehr, sehr massiv macht, dann ist sie natürlich ständig verärgert, frustriert, bis hin dazu, dass sie paranoide Erklärungsmuster entwickelt, die eben erklären sollen, wo jetzt das Portemonnaie wieder ist oder das Bild, was eigentlich da noch hing im Schlafzimmer und so weiter. Also das können Sie hier jetzt alles auch durch Ihre Erfahrungen, die Sie wahrscheinlich schon gemacht haben, sättigen. Wenn das Langzeitgedächtnis auch hier sehr allgemein gehalten, neue Inhalte können schlechter erlernt werden, aber alte Inhalte sind selektiv aktivierbar und da wird es jetzt auch in der Folge genauer darum gehen. Das möchte ich jetzt aber nochmal kurz aufdröseln. Was hat es denn mit dieser Zeitgitterstörung auf sich, von der im AMDP zu lesen ist? Philosophisch gesprochen würde ich sagen, da kommt es zu einer Auflösung der integrativen Struktur von Lebenszeit und Weltzeit. Also wir orientieren uns ja in unserem Leben, in unseren individuellen Lebensverläufen anhand kulturell erlernter Zeitmessungstechniken. Sei es nun die Uhrzeit, sei es der Kalender. Das sind alles sehr, sehr abstrakte, symbolisch vermittelte Systeme. Und eben meine erlebten Episoden innerhalb dieses Systems einzuordnen, das wird zunehmend schwieriger. Ja, deswegen, oder es äußert sich dann auch nicht zuletzt daran, dass eben Sachverhalte im allgemeinen Sinn, Wissensinhalte, also Adressen, Daten, Namen, Fakten werden schlechter, also entweder können sie schlechter abgerufen werden oder dann für eine je spezifisch erinnerte Episode passend zu den zum Zeitgitter meiner Mitmenschen abgerufen werden. Ne? Also das heißt, die Synchronisierung zwischen den Gesprächspartnern wird erschwert. Und das geht eben einher mit genau den Fertigkeiten, die gemäß dieses dominanten Gedächtniskonzepts nach John Locke essentiell sind für unser Gedächtnis, für unsere Fähigkeit zu erinnern, nämlich die deklarativen, die autobiografischen und narrativen Fertigkeiten. Also deklarativ wird ja häufig in episodisch und semantisch nochmal untergliedert. Das heißt, wir können dann weniger gut die Sprache auf Episoden, die wir in unserem Leben erlebt haben, zurückgreifen, sie davon erzählen und eben einen Gesamtzusammenhang daraus machen. Über Narrativität können wir gerne auch in der Diskussion sprechen. Da denke ich, ist es sowohl einerseits geht die Fertigkeit verloren, eine Lebensgeschichte zu erzählen, andererseits kann sich das aber auch auf andere Arten, also muss nicht rein verbalsprachlich verfasst sein, sodass sich da auch eine Chance ergibt, da anzuknüpfen. Und diese Zeitgitterstörung, die ist eben verknüpft mit einem umfassenden Verlust von Fertigkeiten. Also würde ich sagen, da geht ja auch mein Text näher darauf ein, also ein Orientierungs- und Sprachverlust. Ne? Also wir benutzen Sprache, um uns in der Zeit zu orientieren und eben unsere zeitliche Orientierung ist eingeschränkt durch diese Einschränkung der Gedächtnisleistung, sodass wir eigentlich konzentriere ich mich in meiner Forschung auf das Dreieck zwischen Erinnerung, Orientierung und Sprache. Auch da können wir näher gerne in der Diskussion nochmal drauf eingehen. So eine Art Fazit, es wird eben die intra- und intersubjektive Sinnstiftung zunehmend erschwert. Also wie ich aus meinem Leben Sinn mache und wie ich das zusammen mit anderen tue. Das möchte ich jetzt nochmal in Erinnerung rufen, bevor wir in die
vierte Frage gehen. Vergegenwärtigen Sie sich nochmal kurz die rechte Seite, um die es jetzt gehen wird. Also, wie Erinnerungsverluste therapieren. Ich konzentriere mich heute, sei vorweggeschickt, auf das habituelle Leibgedächtnis. Aber das hat die Überschrift ja angekündigt. Alternativen dazu gäbe es durchaus. Zunächst allgemein zum habituellen Leibgedächtnis bei Demenz. Was es damit auf sich hat, das erkläre ich jetzt. Zunächst kann man sagen, das Leibgedächtnis ist das erfolgreichste Paradigma in der phänologischen Psychopathologie. Es geht meist zurück, gar nicht so oft auf Husserl, das zeichnet meinen Ansatz insbesondere aus, aber auf Autoren wie Heidegger, ganz dominant Maurice Merleau-Ponty, Paul Ricoeur, aber auch Pierre Bourdieu aus der phänologisch inspirierten Soziologie und Ethnologie, und da ließen sich auch noch weitere nennen. Wenn wir jetzt in die jüngere Literatur blicken, dann finden wir die Rede von einem impliziten Leibgedächtnis, zum Beispiel bei Thomas Fuchs oder Michele Summer, von Embodied Expressivity bei Pia Kontos, die 2005 da eine Monographie zugeschrieben hat und seit jeher auch dieses Paradigma wesentlich mitentwickelt hat. Wir finden die Rede von Embodied Memories von Lars Christa Hüden, der hier auch schon gesprochen hat, oder von Embodied Selfhood bei Christian Tewes, auch jüngst in einer Abhandlung, die genau diese Fragestellung, die wir auch heute verfolgen, zum Thema hat. Vielleicht so noch als Querverweis für alle, die in der Philosophie oder den Kognitionswissenschaften auch arbeiten. Meines Erachtens kann man eine hohe Kompatibilität zu Kognition, zu Human- und Kulturwissenschaften herstellen. Aber das ist teilweise auch noch ein Desiderat. Also zum Beispiel die in den angloamerikanischen Bereich sehr, sehr erfolgreiche 4E-Cognition oder auch Distributed Cognition, also unsere Kognition, die sozusagen wie meinem Laptop, den ich hier gerade nutze, als eine Erweiterung meiner Kognition betrachte, also materielle Träger kognitiver Arbeit in der Welt, um es mal so zu formulieren, dann finden sich auch in der philosophischen Anthropologie meines Erachtens interessante Anknüpfungspunkte oder eben so etwas zum kulturellen Gedächtnis in den Kulturwissenschaften. Da darf ich auf das Ehepaar Assmann hinweisen, die da maßgebliches zugearbeitet haben. Worum handelt es sich beim habituellen Leibgedächtnis? Vielleicht mal ganz knapp gefasst. Ich würde das definieren, also Habitus oder Habitualisierung, würde ich definieren als eine sedimentierte Geschichte von Individuen und Kollektiven in soziokulturellen Lebenswelten. Also eine sehr, sehr allgemeine Definition. Wichtig ist hier eben vor allem die ersten beiden Worte, sedimentierte Geschichte, denn es ist einfacher, daraus Sinn zu machen. Es bildet nach auch den Autoren, die ich bereits genannt habe, eine Art implizites Sinnfundament. Also es ist eine selbstverständliche Basis. Ne? Es muss gar nicht explizit werden. Es ist ein Sinnfundament unseres Fühlens, Denkens und Handelns. Und wie baut sich sowas auf? Mal in Husserls Sprache ausgedrückt, wir stiften etwas, das sedimentiert sich und das kann reaktiviert werden. Und denken Sie an Dinge wie das Radfahren, Essen lernen, wenn wir Kinder betrachten. Alles muss gelernt werden, alles wird gestiftet, aber alles sedimentiert sich auch. Das heißt, es wird Grundlage weiteren Lernens. Ich muss nicht jeden Tag aufs Neue lernen, wie ich Rad fahre, sondern irgendwann ist der Bewegungsablauf in meinen Körper übergegangen und ich kann ihn immer wieder reaktivieren. Ich kann darauf zurückgreifen und es handelt sich, wie auch gesagt, um eine Ressource, und das werde ich jetzt näher ausführen, der intra- und intersubjektiven Identitätsstiftung. Und ich würde sagen, Habitualisierung, ohne das könnten wir nicht sein, um es mal etwas plakativ zu sagen. Habitualisierung tragen unser alltägliches Fühlen, Denken und Handeln. Und das möchte ich an drei Beispielen jetzt abschließend ausführen. Und ich beginne mit einem sehr berühmten. Und dazu möchte ich Ihnen ein Video vorspielen. Sie kennen es vielleicht, wie Sie gesehen haben. Ein sehr, sehr beeindruckendes Beispiel, wie ich denke.
Vielleicht kurz in einer Fußnote. Ist ein sehr oft geteiltes Video auf YouTube. Es wurde posthum berühmt, also sie war schon verstorben. Er befindet sich da im mittelschweren Fortschritt von Alzheimer-Demenz. Zur Person selbst wurde sehr, sehr viel Unsinn oder Falsches gesagt, auch selbst in dem Video. Die Video-Einsprengsel, die Sie gesehen haben, das ist nicht sie. Das hat die NGO sozusagen gemacht, damit es sich besser darstellen lässt. Aber sie selbst war Ballerina, sie hat eine Ballettschule geleitet in Madrid und über mehrere Dekaden versucht, das Ballett Menschen näher zu bringen. Und ja, was sehen Sie da alles in diesem Beispiel oder was haben Sie gesehen? Eben, man könnte sagen, das habituelle Leibgedächtnis, wie es eben funktioniert. Sie haben es sozusagen im Passieren ins Datum das Candy mit Merleau-Ponty gesprochen, gesehen. Sie haben gesehen, dass die Ballerina einen Kopfhörer auf hatte, die Musik wurde ihr abgespielt und es hat eine Performance ausgelöst. Sie greift auf präreflexive Weise zurück auf die Agentivität, wie man heutzutage sagen kann, ihres Leibes, die sedimentierte Geschichte ihrer professionellen, die sie innerhalb ihrer professionellen Karriere erlernt hat. Man sieht, sie ist ein Profi. Also so könnte das nicht jemand einfach so spontan darstellen. Sie sehen diesen Blick, diese geballte Expressivität in ihrer Mimik, ihrer Gestik. Sie ist genau auf dem Punkt. Sie weiß, was sie tut, obwohl sie im Rollstuhl sitzt. Und Sie sehen das Affektive, die affektive Komponente. Vielleicht hatten Sie eine Gänsehaut, aber Sie sehen, wie sehr sie von dieser Musik angerührt ist, um diese Performance auszuüben. Und meines Erachtens ist das ein wunderbares Beispiel für das, was in der Filmologie habituelles Leibgedächtnis genannt wird. Man könnte die Liste beliebig fortsetzen, hier jetzt an. Man könnte es immer weiter ausdifferenzieren, das würde ich gerne mit Ihnen mit zwei anderen Beispielen noch machen. Eines, das kennen Sie vielleicht auch schon aus den Vorträgen, die ich gehalten habe, Krefeld im Wirtschaftswunder. Damit möchte ich Ihnen deutlich machen, dass unser Leibgedächtnis ein situatives ist. Sie sehen einen älteren Herrn im früheren Stadium der Alzheimer-Demenz. Das ist ein Projekt, was in Krefeld realisiert wurde oder bei Krefeld. Und das handelt sich um eine Virtual Reality Simulation, die oft sozusagen mit Rückbezug auf klassische Biografiearbeit, also Erinnerungen, Tagebucheinträge, Fotografien, diese Virtual Reality Simulation einer berühmten Einkaufssprache, Straße der 60er Jahre in Krefeld, reinszeniert haben. Und diese Betroffenen können sich darin bewegen. Die können mit einem Pfeil klicken und sie sind begeistert. Sie erkennen Dinge wieder, zum Beispiel die VW-Käfer und die VW-Busse, die an ihnen vorbeifahren. Sie erinnern sich daran, wo Geschäfte waren und was sie darin erlebt haben. Sie sind aber auch angeregt durch die expressiven Stile in Schriften und Werbung und solchen Dingen. Also es ist sehr liebevoll gemacht und daran kann man sehr, sehr gut erkennen, dass wir es beim habituellen Leibgedächtnis mit einem Gedächtnis zu tun haben, was situativ, lokal und materiell verankert ist. Also dadurch, dass diese Menschen dort ihre Jugend oder ihr frühes Erwachsenenalter verlebt haben, die kennen sich sozusagen aus wie in ihrer Westentasche, wie man so schön sagt. Das ist ihnen in Fleisch und Blut übergegangen. Und wenn sie nun innerhalb dieser Simulation diese Umwelt wieder entdecken, dann erinnern sie sich an diese Dinge. Aber sie müssen eben in diese Raumpunkte sozusagen reingehen, damit sie sich auch wirklich erinnern. Sie müssen die Umwelt erkunden, sich darin orientieren. Und das hatte ich schon angedeutet. Sie sehen eben Überschriften, sie sehen Pfeile, sie sehen Verkehrszeichen, sie sehen eine gewisse Bildsprache, die auf sie trifft. Und sie verstehen sie oder sie erkennen sie sofort als die aus ihrer Vergangenheit wieder. Sie sind eben ein Stück weit zurück in der Vergangenheit gereist und können die Heimat ihres früheren Lebens nochmal erkunden.
Und damit jetzt zum dritten Beispiel. Jessica ist heute ja sogar anwesend, das ist sehr schön. Mit diesem Beispiel möchte ich die zwischenleibliche Dimension nach Thomas Fuchs noch mal ein bisschen stärker machen. Das ist ein Projekt. Jessica, wenn ich jetzt hier was vergesse, dann korrigiere mich bitte. Das ist ein Projekt, was Jessica zusammen mit anderen realisiert hat in einem Altenpflegeheim in 10 Einheiten. Also sie hatten mehrere Einheiten Zeit, um dieses ein Theaterstück zusammen zu gestalten. Das war ein Participatory Design. Das war offen sozusagen für die Ideen und Vorschläge der Partizipienten. Auch eine gemischte Gruppe. Also es war nicht ganz klar, man hatte jetzt nicht zu jeder Person einen Mini-Mental Score, sondern das war gar nicht so zentral, aber es war eben auf jeden Fall Menschen dabei mit demenziellen Veränderungen. Und die haben sich entschieden, das Stück Leben auf dem Lande zu spielen. Und ich habe Ihnen das jetzt heute hier ausgesucht, weil Sie sehen an der Kleidung, also Sie sehen etwas, was ich verkörperte Expressivität nennen würde, dass nämlich Kleidungsstücke bestimmte kulturell imprägnierte Erinnerungen wecken. Sie haben etwas zu tun mit Rollen und Geschlechterverständnissen. Sie haben etwas zu tun mit Erwartungen, die an diese Person vielleicht auch einen gewissen sprachlichen Duktus einhergeht. Und interessant ist eben, dass dieses Theaterstück, soweit ich richtig informiert bin, recht gut funktioniert hat. Es war ja aber auch sehr offen vom Design. Und daran sieht man eben, dass das Zwischenleiblichkeit bei Zwischenleiblichkeit nicht immer sozusagen nur an den nackten Körper gedacht werden darf, sondern eben an die kulturelle Einbettung, mit der wir immer schon in der Welt sind. Und daran sieht man nochmal gut, dass auch Kleidungsstücke, Frisuren, Kosmetika, alles Mögliche dieser Art kann bestimmte Erinnerungen wecken und in diesem Fall eben zu einem Narrativ zusammen, gemeinsam ein Narrativ ausmachen. Und das scheint mir auch eine sehr spannende Perspektive für therapeutische Möglichkeiten zu sein. Und damit möchte ich heute enden. Ja, man kann auch sozusagen die sinnliche Dimension des Ganzen nochmal betonen. Das hatte ich hier noch nachgetragen. Also der Tastsinn, der Geruchssinn, mit dem auch gearbeitet wurde. Das ergibt sozusagen ein Ganzes und die Idee ist natürlich, eine runde Narration auch abzubilden und gemeinsam zu performen. Ja? Und diese Kleidung wecken eben, sie haben Affordanzcharakter, sie wecken bestimmte Verhaltensideen, oder Handlungsideen, die die Betroffenen dann auch kreativ in die Situation einbringen durften. Ja, und damit komme ich zum Fazit. Also was ist das habituelle Gedächtnis und warum ist es interessant für demenzielle Erkrankungen? Wir haben es zu tun mit einer autonomen und vielschichtigen Form des Langzeitgedächtnisses. Kann durch unterschiedlichste Ausdrucksformen aktiviert und reaktiviert werden. Wir hatten jetzt heute Musik, wir hatten Virtual Reality und Theater. Beliebige ließen sich weiter ergänzen. Es ergänzt und integriert klassische Biografiearbeit. Das scheint mir für die Praxis ein wichtiger Punkt zu sein. Es schafft eine vertraute, also wenn es gelingt, schafft es eine vertraute, sichere und anregende Atmosphäre. Das ist für die Lebensqualität, insbesondere in langfristigen Pflegeeinrichtungen, sicherlich sehr, sehr relevant. Wenngleich die Realisation sicherlich nicht einfach ist. Und es hilft eben auch bei der Bewältigung des Alltags und insgesamt verbessert die Lebensqualität. Ja, und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion.